Hören Sie, ich muss Sie etwas fragen. Gestern Abend habe ich über Sprichwörter nachgedacht. Und da kam mir folgende Frage. Sind Sie, und das meine ich ernst, sind Sie lieber, und das meine ich wirklich, wirklich ganz ernst, sind Sie lieber, und ich will es wirklich wissen, lieber der Spatz in der Hand oder lieber die Taube auf dem Dach? Also dann, du hübscher Mistkerl, zeig mir, was du drauf hast. Peter, du kannst jetzt abhauen und keiner wird dich für feige halten. Was rede ich da? Nein, ich habe gelernt, Aufkleber zu verwenden, also kann ich auch das hier. Boah, das ist hammergeil! Tag, ich bin Lois Griffin. Ich habe einen Termin bei Randy. Lois, ich freue mich, dass Sie es bei uns versuchen wollen. Unglaublich, dass ich bald ein Promi bin. Vielleicht überfahre ich auf dem Heimweg zum Spaß jemanden. Tja, ich habe das Gefühl, Sie werden hier bald ein großer Star sein. Was ich anhabe? Überhaupt nichts, mein Süßer. Augenblick mal. Das ist eine Telefonsexfirma. So etwas kann ich nicht machen. Du kriegst 2 Riesen pro Woche, Süße. Oh mein Gott, für so viel Geld könnte ich mir ein super luxuriöses Topfset kaufen. Das ist ein sehr schönes Set. Sie sind sicher eine Telefonhure. Darauf können Sie Ihren süßen Arsch verwetten. Okay, Lois, du weißt Bescheid. Und egal, was passiert, erwähne nie Computer oder das Internet. Davon dürfen die nichts erfahren. Oh Gott. Hallo? Hallöchen. Süßer. Ich höre, dass du es drauf hast. Hör zu, ich will, dass du es mir und meinem Sohn am Telefon machst. Oh. Ja, die Familie bricht auseinander und ich will nur ein Dad sein, der versucht, den Laden zusammenzuhalten. Verstehe. Stehst du auf Kerle in Rollstühlen? Nicht unbedingt. Oh, das ist schade, weil mein Sohn im Rollstuhl sitzt. Na, Lois, wie war dein erster Tag als Sprecherin? Oh, nicht so aufregend. Ich spreche nur irgendwelche merkwürdigen europäischen Werbespots. Liebling, das ist ja unglaublich. Und es hat nur 5 Minuten gedauert? 5 Minuten? Ich bin da rein. Die haben mir was von dem Fötuszeug gespritzt und bang! Der alte Peter war wieder an Bord. Und jetzt kann ich mit meiner Rache an McBurgertown beginnen. Die? Was? Die waren an meinem Schlaganfall schuld und dafür werde ich sie verklagen. Du hast 38 Hamburger verdrückt. Das war deine eigene Schuld. Ja, und außerdem haben solche Unternehmen riesige Rechtsabteilungen. Gegen die hast du keine Chance. Ich werde das schon schaffen, mit der Hilfe meines gerissenen Katzenanwalts Miausi McDermott. Ich lass die Katze aus dem Sack. Ha! Joe, thank God. We need to get to the Weekapog Inn fast. Can you drive us? No, no. Ach, Stunden später. Ich muss schon sagen, ich war fantastisch. Musik.